Eines der schrecklichsten Themen, die mir bei meiner Arbeit immer wieder begegnen, ist der satanische rituelle Missbrauch. Ich habe schon Opfer und Betroffene davon interviewt, Jesse Maaßen, Sandra Rasch und andere und über andere gesprochen. Und ganz selten überlebt das jemand, was es da an schrecklichen Dingen gibt. Es gibt jetzt ein Buch von einer Chantal Frey, das darüber berichtet, und sie war wirklich ganz weit oben in diesen Kreisen. Das heißt hier auf dem Text: Die in der Westschweiz aufgewachsene Autorin Chantal Frey, Pseudonym natürlich, war gerade 6 Jahre alt, als Satanisten entschieden, aus ihr eine Mother of Darkness zu machen. Massive Folter hatte sie bereits überlebt. Deshalb erachtete der Kult sie als ausreichend stark, klug und intelligent, um sie im Kreise der Illuminaten auszubilden. Heute ist Chantal Frey als Überlebende von satanisch-ritueller Gewalt, spirituellem Missbrauch und Gedankenkontrolle in der Lage, ihre Erfahrungen zu formulieren und ihre Erkenntnisse und Einsichten anderen zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen sind bei weitem nicht vollständig, da die Autorin nur das weitergeben kann, was sie selbst erlebt und verstanden hat. Dieses Buch ist einzigartig, denn Chantal Frey ist die erste Überlebende aus dem deutschsprachigen Raum, die so tief im inneren Kreis der Illuminati vordrang, in den inneren Kreis der Illuminati vordrang, dies überlebte und den Mut aufbringt, darüber zu berichten. Bei grausamen Ritualen traf sie mit Staatschefs, Adligen und Prominenten zusammen. Und so weiter. Ich möchte einfach jetzt hier das Interview, das Marcel Polte mit ihr geführt hat, der das auch das Vorwort geschrieben hat zu diesem Buch, einfach anhängen. Und es spricht für sich. Und es ist natürlich etwas, ein Thema, was schrecklich ist, und allein das anzusehen ist nicht einfach. Es gibt die grausamsten Beschreibungen, aber ich denke, diese Dinge müssen gesehen werden. Wir leben in Zeiten, wo all diese Dinge ans Licht kommen, und sie spielen eine ganz große Rolle in den Machtstrukturen, die wir auf diesem Planeten haben. Überall auf der Welt wird millionenfacher satanischer ritueller Missbrauch betrieben und dadurch eben auch die Strukturen aufrechterhalten, Menschen erpresst, egal ob in Politik, Medien, Religion und so weiter. Überall wird regelmäßig dieser schreckliche Kult betrieben, und daher ist es wichtig, dass wir hinsehen, wenn welche, die das selber erlebt haben, darüber sprechen. Mein Name ist Marcel Polte. Ich bin Jurist und spreche heute mit einer Überlebenden ritueller Gewalt, die unter dem Pseudonym Chantal Frey ein Buch mit dem Titel Ich rede geschrieben hat. Chantal Frey ist die erste Betroffene aus dem deutschsprachigen Raum, die erstens bei satanischen Ritualen Staatschefs, Prominenten und hochrangigen Adligen begegnet ist, die zweitens den Ausstieg aus dem Kult geschafft hat und die drittens heute dazu in der Lage ist und den Mut hat, davon zu berichten. Dass Chantal Frey all diesen Mitgliedern der Elite begegnet ist, hat damit zu tun, dass sie für eine hohe Funktion in der Hierarchie der Illuminati bestimmt wurde. Sie war eine sogenannte Mother of Darkness. Vor wenigen Tagen wurde auf dem Schweizer Sender SRF ein Beitrag veröffentlicht, in dem rituelle Gewalt als Verschwörungstheorie dargestellt wird. Im Zuge dieser Kampagne gegen Fachleute und Institutionen, die Überlebenden ritueller Gewalt helfen, wurde nun sogar der Oberarzt einer psychiatrischen Klinik freigestellt. Wir nehmen diese aktuellen Entwicklungen zum Anlass, an dieser Stelle auch noch einmal grundsätzlich auf das Thema rituelle Gewalt und Mind Control einzugehen. Rituelle Gewalt steht im Kontext von Familienstrukturen, in denen meist eine satanische Agenda praktiziert wird, zum Teil werden auch andere Wesenheiten verehrt oder es wird nach außen hin der Eindruck eines christlichen Lebenswandels erweckt. Diese Familien sind in Kulten organisiert und haben unter anderem das Ziel, durch Missbrauch, Folter und sehr komplexe Techniken der Persönlichkeitsspaltung und Konditionierung die eigenen Kinder zu späteren Tätern abzurichten.
Überlebende berichten immer wieder von Ritualen, bei denen Kinder und Babys geopfert werden und Kannibalismus praktiziert wird. Dies alles ist in der internationalen Fachliteratur seit Jahrzehnten belegt. Es gibt Datenerhebungen und Konferenzen, in denen sich Therapeuten austauschen, denn die Opfer sind schwer traumatisiert und leiden häufig an dissoziativen Störungen. Nicht selten wurden nämlich ihre Persönlichkeiten von den Tätern gezielt aufgespalten und für verschiedene Aufgaben wie Missbrauch und Ritualhandlungen konditioniert. Die Folge nennt sich dann dissoziative Identitätsstörung. Früher hieß das multiple Persönlichkeitsstörung. Informationen hierüber findet man unter anderem in der Arbeit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch, die auf Grundlage eines Bundestagsbeschlusses eingesetzt wurde, und auch in einem langen Beitrag in der FAZ vom 24. August 2020. Das Ergebnis war immer Verlassenheit von Heike Schmoll. Ich zeige jetzt hier mal einige Fachbücher und auch das ist nur eine Auswahl. Hier von Michael Huber, Multiple Persönlichkeiten, die auch einige andere Bücher zu dem Thema veröffentlicht hat. Dann von Claudia Fliss und Claudia Igner herausgegeben, Handbuch Rituelle Gewalt. Vom Arbeitskreis Rituelle Gewalt der Bistümer Osnabrück, Münster und Essen herausgegeben, das Buch Rituelle Gewalt, das Unheimliche unter uns. Dann hier von einer kanadischen Therapeutin, Dr. Alison Miller, ein absolutes Standardwerk hier auf Deutsch, Jenseits des Vorstellbaren. Aus den USA von Dr. Randy Noblett und seiner Frau das Buch Cult and Ritual Abuse. Und von demselben Autorenpaar herausgegeben ein Sammelband Ritual Abuse in the 21st Century, wo man sieht, dass hier aus verschiedenen Ländern Fachbeiträge beigesteuert wurden und es eben nicht ein Phänomen ist, das jetzt auf einmal in der Schweiz als Verschwörungstheorie umhergeistert oder auch nur in der Schweiz und Deutschland anzutreffen ist oder auch nur in den USA, sondern tatsächlich in verschiedenen Ländern dieser Welt, den Therapeuten Sorgen bereitet. Wichtig ist auch zu wissen, dass Anfang der 1950er Jahre die CIA ein Programm zur Erforschung von Methoden der Bewusstseinskontrolle unter dem Namen MK-Ultra startete. Überlebende berichtet haben und wie sich aus der Arbeit von Therapeuten zeigte, wurden dort bei Kindern nämlich dieselben Methoden der traumabasierten Persönlichkeitsspaltung angewendet, wie bei den Kulten schon zuvor. Auch hier wurde sexueller Missbrauch und diverse Foltertechnik, vor allem Elektroschocks und Drogen eingesetzt. Einzelheiten hierzu findet man in den Protokollen eines Untersuchungsausschusses, der in den 90er Jahren, zu Beginn der 90er Jahre, Menschenexperimente mit radioaktiver Strahlung untersuchte. Dieser Ausschuss nannte sich Advisory Committee on Human Radiation Experiments. Dort sind quasi durch Zufall auch die Aussagen von MK-Ultra-Überlebenden gelandet und weitere Einzelheiten wie die Namen und die Funktionen einzelner Programme in der Psyche dieser Überlebenden, die Therapeuten dann mühsam aufdeckten, finden sich auch in einem Vortrag von Dr. Corydon Hammond, ebenfalls Anfang der 90er Jahre auf einer Fachtagung der sogenannten Greenbaum Speech. Es hat sich gezeigt, dass die lokal organisierten Kulte weltweit dieselben Techniken der Persönlichkeitsspaltung anwenden und daher zumindest vernetzt sein müssen. Manche Überlebende geben an, dass die Kulte von einer Organisation namens Illuminati überschattet werden. Und tatsächlich gibt es einzelne Überlebende, die hierzu detailliertes Insiderwissen offengelegt haben. Dazu zählt Swali, die behauptet, eine Chefprogrammiererin der Illuminati gewesen zu sein. Dieses Amt von Josef Mengele übernommen zu haben, der auch von vielen MK-Ultra-Überlebenden unter dem Pseudonym Dr. Green genannt wird. Eine andere Zeugin ist Arizona Wilder, die nicht nur ebenfalls wie Chantal Frey eine Mother of Darkness war, sondern auch die höchste Illuminatenstufe einer Mother Goddess erreichte. Zwischen beiden Zeuginnen und Chantal Freys Bericht gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Ja, das betrifft unter anderem die Verwendung bestimmter Farben und Edelsteine für Konditionierung durch die Täter, zum Beispiel Lila als Farbe des Schweigens.
deswegen auch der lila Einband Ihres Buches. Zudem begegnete Arizona Wilder zum Teil denselben hochrangigen Tätern wie Chantal Frey. Kürzlich gab auch eine weitere Überlebende namens Ellie Carter in den USA ein Interview, in dem sie wie zuvor auch schon die MK-Ultra-Überlebende Kathy O'Brien ebenfalls Präsidentin als Täter nannte. Die Glaubwürdigkeit von Swali, die sehr detaillierte Aussagen über die Hierarchie und auch den Modus operandi der Illuminati macht, wird sogar durch einen deutschen Fall bestärkt. So hat nämlich die Therapeutin Jutta Snihotta zusammen mit ihrer Patientin Helen Lindstrom, mit der sie rund 10 Jahre gearbeitet hat, ein Buch namens Abwegig verfasst. Darin wird der Verlauf der Therapie beschrieben, auch unter anderem wie mehrere Male Selbstmordprogramme ausgelöst wurden, sogar auch die Therapeutin dann von einem anderen Anteil der Patientin attackiert wurde und ähnliches. Die Funktionen, die Farbzuordnung und die Namen, die bei der Patientin im Laufe der Therapie aufgedeckt werden konnten, entsprechen dabei genau den von Swali beschriebenen Programmen. Beide sprechen auch von Gehirnwellenprogrammierung, einer speziellen Technik der Konditionierung, wo EEG-Geräte zum Einsatz kommen. Es gibt noch weitere Zeugen, wie beispielsweise den Kultüberlebenden Keith Barker. Auch der spricht von MK-Ultra und Illuminati. Im Ergebnis kann man sagen, dass zahlreiche Hinweise auf die Existenz der Illuminati vorhanden sind, abgesehen davon, dass schon vor über 200 Jahren in einem Brief an den ersten US-Präsidenten und Freimaurer George Washington vor einer Unterwanderung der nordamerikanischen Freimaurerlogen durch die Illuminati gewarnt wurde. Ja, und bekanntermaßen verwenden auch heute einflussreiche Musikstars wie Beyoncé, Katy Perry und Jay-Z immer wieder Illuminati-Symbolik. Bevor ich Chantal Frey bitten werde, sich kurz vorzustellen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich mit ihr jetzt einige Monate intensiv zusammengearbeitet habe und mich für ihre Glaubwürdigkeit verbürgen kann. Ich habe diverse Unterlagen eingesehen und mit Personen gesprochen, die vieles davon bestätigen können, was Chantal Frey in ihrem Buch beschreibt. Und im Übrigen geht es der Autorin auch nicht darum, berühmt zu werden. Zum Schutz ihrer Person und ihres Umfeldes wird sie sich daher auch nicht zeigen. Und damit darf ich dich, liebe Chantal, bitten, dich einmal vorzustellen, wo und wie bist du aufgewachsen und wann hast du gemerkt, dass etwas in deinem Leben nicht stimmt? Ja, hallo Marcel, vielen Dank für dieses Gespräch, wo ich mit dir führen darf. Ja, ich bin zuerst mal in Genf aufgewachsen. Also das waren die ersten Jahre meiner Kindheit, wo ich mich daran erinnere. Allerdings weiß ich heute, dass ich einfach in diese Familie dort in Genf hineingepflanzt wurde. Also ich habe ganz starke Erinnerungen daran, an meine Entführung und auch gewisse Hinweise darauf, wer auch meine Ursprungsfamilie sein könnte. Und ich bin eigentlich sozusagen von außen her gesehen in einer ganz normalen Familie aufgewachsen mit Geschwistern. Und ich hatte meine Schule und so weiter habe ich besucht. Was ich aber nicht wusste damals, weil es dann abgespalten war, ist, dass ich schon damals angefangen habe mit einem Tag- und Nachtleben. Das nenne ich so Tag- und Nachtleben, weil das Tagleben war so, wie wir es alle kennen, dass es, wie gesagt, Schule war und mit den Nachbarskindern spielen draußen und so weiter. Aber das Nachtleben war eigentlich so, dass ich ab und zu mal nachts abgeholt wurde und dann auch an Orte hingeführt wurde, wo dann unter anderem Rituale stattgefunden haben, wo dann auch Missbrauch stattgefunden hat und eigentlich bis hin auch zu Tötungen von Kindern und von Erwachsenen. Ich bin in einem Quartier aufgewachsen und meine Nachbarn waren Leute von einer Sekte, die ich auch in meinem Buch nenne. Das waren Leute, die sehr, sehr gebildet waren und unter anderem auch meine Musiklehrer waren. Also ich habe dort verschiedene Instrumente gelernt bei diesen Leuten. Sie waren auch zum Teil meine Lehrer, nicht alle, aber zum Teil waren sie meine Lehrer. Darunter waren auch Ärzte,
Also ganz viele von diesen Leuten, die meine Nachbarn waren und die mich eigentlich großgezogen haben, sozusagen waren in dieser Sekte. Das war so ungefähr mein Leben als Kind, eben mit einerseits ganz normal aufgewachsen, in die Schule gegangen und andererseits habe ich schon solche satanischen Rituale miterleben. Ja, das ging dann weiter, weil ich ja in diesem Kult dann eigentlich groß geworden bin, dass ja alles arrangiert ist. Das ging dann auch so weiter, dass ich dann später, als ich langsam so erwachsen wurde, wurde für mich eine Ehe arrangiert. Ich erinnere mich sogar daran, wie mein Kultvater noch unterzeichnet hat, dass ich dann auch wirklich heiraten darf, weil ich war ja damals noch gar nicht, ich hatte das Alter noch gar nicht erreicht. Und so wurde dann meine Ehe arrangiert, auch mit einem Mann, der auch aus einem Grund war. Ja, diese Zeit, wo ich dann schon etwas größer war, also also noch nicht ganz erwachsen, aber einfach so in den Teenagerjahren, aber auch dann als junge Erwachsene, habe ich dann schon ab und zu mal bemerkt, dass ich etwas anders bin als andere. Also ich habe es vor allem bemerkt an dem, dass ich ab und zu anders reagiert habe in gewissen Situationen. Zum Beispiel, wenn ich mal irgendwas in einem Film gesehen habe oder irgendeiner Person begegnet bin, dass ich einfach, meine Reaktionen waren einfach anders. Es war nicht so auffallend, weil ich habe ja trotzdem mein normales Leben eigentlich gut leben können. Ganz lange Zeit, aber ich habe dann schon angefangen, mich zu fragen, was ist da eigentlich mit mir los? Und Ja. ja, und dann habe ich, das war dann auch einfach irgendwo in mir ein ungutes Gefühl, obwohl eigentlich von außen her gesehen habe ich gedacht, es läuft eigentlich alles recht gut. Ich habe dann wirklich auch geheiratet. Diesen Mann, wo diese Ehe arrangiert war. Und auch, wir haben dann auch Familie gegründet, also eigentlich von außen her alles ganz normal, aber das war einfach etwas in mir, wo ich bemerkt habe, da bin ich einfach anders als die anderen. Irgendwas stimmt da nicht. Dann war es dann so, dass ich, als ich ungefähr 30 Jahre alt war, also kurz davor, bin ich in ganz schwere Depression gefallen. Ich hatte ganz, ganz große Trauer in mir und ich wusste nicht, woher das kam. Das hat auch wirklich dazu geführt, dass ich sogar Suizidversuche gemacht habe, weil ich einfach, ich habe den Sinn des Lebens überhaupt nicht gesehen. Es war ganz schwierig. Also näher gehe ich natürlich auch auf mein Buch da drauf ein. Was für Gründe, dass es auch gab und was für Überlegungen, dass ich damals hatte. Ich hatte Albträume und so weiter und ich tief in das Loch, dass ich auch nicht mehr arbeiten konnte. In dieser Zeit sind mir dann die ersten Erinnerungen hochgekommen und zwar an sexuellen Missbrauch, zuerst mal seitens von meinem Kultvater. Und ich höre das und lese das auch von anderen Betroffenen, dass das ja dann oft so ist, dass zuerst mal einen kleinen Teil der Erinnerung hochkommt. Das war auch bei mir so. Und eben zuerst mal einfach an den sexuellen Missbrauch seitens meines Großvaters. Zu dieser Zeit war die rituelle Gewalt, also die satanische rituelle Gewalt, die ich ja auch erlebt hatte, war mir in meinem Bewusstsein noch nicht. Es ging mir einfach sehr, sehr schlecht. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch noch wirklich nie etwas gehört von ritueller Gewalt. Also das Thema war für mich, also es existierte für mich überhaupt nicht. Und ich ging dann zwar, ich musste natürlich auch in Therapien gehen, weil es mir ja nicht gut ging, aber wir haben das Thema von ritueller Gewalt nie angesprochen. Das war
Diese Zeit in den Therapien, wo ich da verbracht habe, war nie rituelle Gewalt ein Thema. Ich habe auch nie darüber gesprochen. Ich habe auch kaum über den Missbrauch seitens meines Vaters gesprochen. Es war wirklich einfach der Versuch, mich zu stabilisieren und dass ich diese Versuche nicht mache und so. Das war eigentlich hauptsächlich Themen unserer Sitzungen. Ja, und dann bin ich dann wieder nach ein paar Jahren, also diese Depression hat sehr lange gedauert, nach ein paar wenigen Jahren dann langsam wieder aus dieser Depression herausgekommen, habe wieder Freude am Leben bekommen und habe das eigentlich von mir aus gesehen wieder in den Griff bekommen. Bin dann beruflich auch wieder eingestiegen, habe wieder Weiterbildungen gemacht und so weiter. Also es schien von außen her gesehen eigentlich alles okay. Und für mich war es okay, ich habe es überwunden, es geht mir gut. Ich fühlte mich einfach, ja, ich fühlte mich gut, ich fühlte mich eigentlich geheilt. Und dann, ein paar Jahre später, das war eigentlich in einer Zeit, wo ich dann auch wieder mehr Zeit hatte für mich, nebst dem Beruf natürlich, einfach war ich in vielen Sachen nicht mehr so involviert. Und dann kamen plötzlich ganz, ganz komische, sag ich mal so, innere Bilder hoch. Also ich nenne das heute, oder ich weiß heute, dass es Flashbacks sind, um einfach eines aufzuzählen. Zum Beispiel habe ich plötzlich mich als Kleinkind in einem Keller gesehen, wo ich eingesperrt war, immer in einem Käfig. Und ich habe gesehen, ich habe die Form dieses Kellers gesehen. Und diese Form war eine ganz, ganz spezielle Form von diesem Keller. Und das war dann für mich so bizarr. Also das war ganz, ganz komisch, dieses Bild. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das eigentlich? Und das einfach so mal für mich aufgezeichnet. Und habe das einfach zuerst mal so stehen gelassen, aber es hat mich natürlich dann nicht mehr losgelassen und ich bin dann eigentlich diesem Bild nachgegangen. Bis so weit, bis ich dann realisierte, wo das dieser Keller war und auch in welchem Dorf dieser Keller sich befindet. Aber das waren alles Erinnerungen, die hochgekommen sind. Also davon wusste ich vorher überhaupt nichts. Schlussendlich habe ich herausgefunden, oder weil ich mich auch daran erinnern konnte, plötzlich, dass dieser Keller der Keller einer Kapelle war in einem abgelegenen Dorf in der Nähe von dort, wo ich aufgewachsen bin, und dass ich dort in diesem Keller jeweils eingesperrt wurde. Und ich hatte sonst als Kind wirklich nichts zu tun gehabt mit diesem Dorf. Also das war abgelegen, es war zwar in der Nähe, aber ich bin dort nicht zur Schule gegangen, ich habe dort keine Kollegen gehabt, gar nichts. Also ich wusste nicht einmal, als mir diese Erinnerung hochkam, dass es dort in diesem Dorf eine Kapelle gibt, die so heißt und diese Form hat und die so einen Keller hat. Ja. So, und das war dann die erste Erinnerung. Und da bin ich dann auch nachgegangen, ich bin dann auch hingefahren, habe das für mich gecheckt, weil ich wollte natürlich schon auch schauen, ob das überhaupt stimmt, also diese komischen Erinnerungen. Und so hat das eigentlich, denke ich, damals angefangen, dass sich diese Barriere der Amnesie, also Amnesie heißt ja, dass man sich an die Dinge nicht mehr erinnert, dass diese Barriere sich langsam aufgelöst haben. Und so kamen Nahdisnah-Erinnerungen. Und dann habe ich realisiert, dass das satanische rituelle Gewalt ist. Ja, vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Die erste ist, dass seit vielen Jahren ja auch in der Fachliteratur belegt ist, dass tatsächlich erst Erinnerungen an den sexuellen Missbrauch hochkommen bei den Betroffenen und erst viele Jahre später dann diese Komponenten der rituellen Gewalt erinnert werden. Häufig so wird gesagt, in den 30er Jahren, Anfang, Ende der 30er Jahre, dass diese Erinnerungen erstmals auftauchen, weil offenbar erst dann das Unterbewusstsein frei ist oder bereit ist, diese Erinnerungen freizugeben.
Also insofern ist das ein Ablauf, der in der Fachliteratur und bei den Therapeuten in der Tat schon lange bekannt ist. Und dann hast du jetzt eben von der Kapelle berichtet. Da nur kurz der Hinweis, du hast im Buch ja auch ein Foto dieser Kapelle mit aufgenommen, wo auch schön zu sehen ist, dass vor dieser Kapelle so ein oder zwei Gullideckel zu sehen sind und du in dem Buch ja auch beschreibst, wie als Kinder zum Teil in diese Gullis hineinschlüpfen mussten, die dann direkt in den Keller führten, wo die Kinder dann für die Rituale bereitgehalten und gefangen gehalten wurden. Also insofern an dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass einige Dinge, die du hier beschreibst, tatsächlich auch mit Fotos im Buch belegt sind, auch Orte, an denen Kinder geopfert wurden. Du hast Fotos von einem Friedhof, du hast Fotos von einer Hütte im Wald oder einem Haus, muss man sagen, im Wald, wo du und andere Kinder gefangen gehalten wurden und ähnliches. Auf all das werden wir jetzt nicht im Einzelnen eingehen können, aber wir haben uns überlegt, dass wir hier ja drei wichtige ja, Episoden aus deinem Leben mal vorstellen werden, die besonders wichtig sind für die Öffentlichkeit zu erfahren, dass sowas existiert. Das Erste, was wir uns überlegt hatten, was wir hier mal behandeln wollen, ist eine Erfahrung, die du hattest auf einem Schloss in Belgien. Und zwar ein Schloss, das auch von anderen Forschern oder auch Überlebenden schon genannt wurde und was im Zusammenhang damit steht. Ich hatte es in der Einleitung genannt, dass du von dem Kult ausgewählt wurdest, eine sogenannte Mother of Darkness zu werden. Vielleicht kannst du da mal beschreiben, was ist da damals passiert und wie kam es dazu, dass dann diese Entscheidung dort gefallen ist? Ja, also zuerst will ich sagen, ich habe vorhin kurz erwähnt, dass meine Nachbarn ja Leute von einer Sekte waren. Und es ist so, dass ich ja eigentlich in dieser Sekte ja schon bekannt war. Warum ich das sage, ist, weil ich dort in Belgien dann hingeführt wurde, in dieses eine Schloss, wo ich da auch beschreibe in meinem Buch. Und ich Wie dort nennst du, genau, wie nennen ruhig den Namen Ach, des das ist Schlosses? das Schloss Ameroy in Belgien. Dort wurde ich hingeführt. Und dort habe ich unter anderem wieder diesen Sektenführer angetroffen, der ja mein Nachbar war. Und ich wurde dorthin geführt, also an etwas erinnere ich mich natürlich ganz speziell, weil es eben der Start in diese. Ich nenne das Ausbildung zur Mother of Darkness. Das ist ein wenig sarkastisch formuliert, aber so war es für mich eigentlich. Und das war eigentlich so, dass ich dazu ausgewählt wurde, weil ich eine ganz massive Folter überlebt hatte. In diesen Kreisen ist es ja so, dass je mehr man überlebt oder je stärker man eigentlich wird für die Folter, desto stärker ist man auch in diesen satanischen Kreisen und desto höher kommt man in die Positionen und desto mehr angepriesen wird man eigentlich. Und das war dann bei mir auch so. Also ich war ungefähr 6 Jahre alt, sage ich mal. Ganz, ganz genau erinnere ich mich nicht, aber das muss ungefähr in diesem Alter gewesen sein. Da wurde ich dorthin geführt und ich erinnere mich daran, wie es auch noch andere Kinder gab. Und wie wir alle ein paar Schuhe bekommen haben. Und zwar alle bekamen dieselben Schuhe. Das waren so beigebraune Schuhe. Und wir mussten uns aber ausziehen. Also wir waren alle nackt. Und es wurde uns dann gesagt, dass wir jetzt ein Spiel machen. Und zwar ein Jagdspiel. Und wir Kinder, wir mussten dann die Rehe spielen. Und wir wurden dann in den Wald neben dem Schloss da geschickt. Der Wald ist dort sehr groß. Und ja, also ich gehe da auch in meinem Buch ja näher drauf ein. Da wurden wir dann auch gejagt. Also da waren wir, die quasi die Rehe spielen mussten. Und da waren die Leute, die auf uns geschossen haben. Und bei mir war das dann so, dass ich ja, dass das alles überlebt habe
weil ich mich dann versteckt habe in so einem Haufen Laub. Also in diesem Wald gibt es so Gruben, so überall so kleine Gruben und das dann viel Laub drin. Und ich hatte das Glück, sage ich mal, oder wie auch immer man das nennen will, dass ich mich darin verstecken konnte und habe dann so eigentlich das überlebt. Du warst aber vorher schon, beschreibst du ja im Buch, auch schon angeschossen worden. Genau, ich wurde angeschossen an meinem Bein. Und deshalb weiß ich auch nicht ganz genau, wie lange ich eigentlich da dann gelegen habe. Aber irgendwann kam ich dann zu diesem Schloss zurück. Ich weiß noch, wie ich da in diesem Hof war, also vor der einen Tür, wo wir da immer reingelassen wurden, wir Kinder, war ich dort. Und dann haben sie mich auch gesehen, diese Leute, und haben mich dann reingeholt. Und weil ich das ja überlebt habe, wurde ich dann in einem Ritual, das gerade direkt danach stattgefunden hat, als ich ins Schloss reingenommen wurde, eigentlich bestimmen, dass ich eine Mother of Darkness werden sollte. Also das war dann quasi der Start zu meiner Ausbildung. Ich denke, dass sie da wie eine gewisse Stärke in mir gesehen haben und dann entschieden haben, okay, aus der machen wir jetzt das. Und ja, das war Ja. dann der Start. Genau, dazu vielleicht kurz die Anmerkung, dass solche Menschenjagden mit Kindern ja ebenfalls in der Fachliteratur belegt sind. Das wurde häufiger schon berichtet. Ich persönlich kenne auch einen Bericht einer Betroffenen, die solche Kinderjagden erlebt hat. Mitte der 90er Jahre hat die Überlebende Kate O'Brien, die auch in dem MK-Ultra-Programm der CIA ja war, auch schon von solchen Menschenjagden sehr detailliert berichtet, wo hochrangige Politiker auch dran beteiligt waren. Nach ihren Aussagen wurde es damals The Most Dangerous Game genannt. Es lief sehr ähnlich ab, wie du es eben beschrieben hast. Also insofern scheint das ein Verfahren zu sein, ein Auswahlverfahren, was in der Tat von diesen Kulten immer wieder mal praktiziert wird. Ja, das war, wie du es eben beschrieben hast, die Entscheidung damals dafür, dass du in diese sogenannte Ausbildung zur Mother of Darkness dann eintreten durftest. Und jetzt überspringen wir mal ein bisschen was, weil wir, wie gesagt, hier nicht auf alles eingehen können, nämlich gehen vor bis zu dem Moment, bis zu dem Augenblick in deinem Leben, wo tatsächlich dann letztendlich der Abschluss dieser Ausbildung stattfand in einem großen Ritual, an der Zeremonie, mit der du dann offiziell zur Mother of Darkness, ja, ernannt worden bist. Wenn du da mal kurz beschreiben könntest, wo fand das dann statt und in welchem Rahmen spielte sich das Ganze ab? Ja, das ist richtig. Ich hatte dann eben ein paar Jahre lang sozusagen Ausbildung als Mother of Darkness. Und als ich dann 16 Jahre alt wurde, dann kam dann eigentlich so die sogenannte Abschlussfeier dazu. Und das ist etwas, was ich auch in meinem Buch beschreibe und jetzt auch da ein wenig darüber berichten werde in diesem Video, was einfach wirklich etwas ist, was man ka kaum glauben kann. Aber leider finden solche Rituale statt bei solchen Gruppierungen. Bei mir war es auch so, dass sich diese Gruppierung auch Illuminati genannt haben. Und somit war das eigentlich eine Feier von Illuminatis. Diese Abschlussfeier quasi, die in Barcelona, in der Sagrada Stadt. Und ich wurde dann dorthin geführt. Ich wurde entführt von dem Wohnort, wo ich war. Mit einem kleinen Flugzeug wurde ich dorthin gebracht. Und da habe ich auch ganz verschiedene prominente Leute getroffen, wo ich aber auch davon ausgehe, also bei einer Person weiß ich das ganz bestimmt, bei zwei Personen weiß ich das ganz bestimmt, dass auch sie dazu gezwungen waren, daran teilzunehmen. Aber ich war dann quasi so die Hauptperson
Person, weil mein Abschluss wurde ja dann gefeiert. Und ich habe auch da mitbekommen, wie Beziehungen zwischen den Prominenten arrangiert wurden, wo man dann eigentlich Jahre später dann in der Zeitung lesen konnte, ach, die haben diese Beziehungen eingegangen. Oder zum Beispiel habe ich auch mitbekommen, wie Geschäftsleute sich dort getroffen haben, ganz prominente Wissenschaftler und ein paar Jahre später dann eine Firma gegründet haben über Organhandel. Und das hatte ich damals mitbekommen. Also diese Gespräche, die da geführt wurden, habe ich mitbekommen und habe diese Organhandelsfirma auch wieder gefunden. Also die gibt es tatsächlich. Ja, und das war so, dass ich zuerst mal unter diesen Leuten eigentlich gesessen habe und dann wurde ich plötzlich auf die Bühne, also auf die Estrade hochgebeten und das war dann auch von einer sehr prominenten Person, die das Ganze, ich sag mal, moderiert hat oder diese Feierlichkeiten da ja, unterstrichen hat. Und diese Person, dieser Mann hat mich dann hinaufgebeten und danach fand dann eigentlich ein tödliches Rituell statt. Es wurde eine Frau hineingebracht von zwei Wächtern und auch auf diese Estrade hineingebracht. Auf dieser Estrade, da war so ein Altar aus so einem hellen Stein war der. Und diese Frau wurde da hinaufgelegt, raufgelegt, die war hochschwanger. Und ich wurde dann dazu gezwungen, diese Frau umzubringen und ihr auch das Baby aus dem Leib zu schneiden, also bei lebendigem Leib. So. Danach war es dann so, dass ich dann eigentlich erfahren habe, dass sie das so beschreiben, diese Leute, diese Illuminati, dass das eigentlich meine Hochzeitsfeier mit Satan war gleichzeitig, aber auch meinen Abschluss zum Mother of Darkness, also dass ich dann ab diesem Zeitpunkt eigentlich zu dem inneren Kreis der Illuminatis gehört habe. Ja, es ging dann einfach auch nachher weiter, also dass dieser Mann, der mich da durchgeführt hat, Ja, da können wir vielleicht kurz erwähnen. Also zum einen nennen wir hier keine Namen. Du nennst auch im Buch keine Namen. Du wolltest die Namen erst nennen. Auf meine Empfehlung hin haben wir die Namen rausgestrichen, weil einfach das Buch dann sofort juristisch angreifbar gewesen wäre. Was nicht heißt, dass diese Namen inzwischen einer ganzen Reihe von Personen bekannt sind, zum Teil auch mit großer Reichweite und die Namen durchaus bekannt werden in der Zukunft. Bei dieser Person, die dich oder die durch diesen Abend geführt hat, kann man sagen, das war ein bekannter Entertainer, den jeder Zuschauer, zumindest die etwas Älteren, im Fernsehen schon gesehen hat. Wir werden später auch noch mal darauf eingehen, um was für Prominente es sich da handelt, ohne die Namen zu nennen, aber das noch etwas näher konkretisieren am Ende. Aber beschreib gerne erstmal weiter. Genau, also es war dann so, dass eben dieser Mann auch in dieser Feier so quasi mein Ehemann gespielt hat, mein Ehemann Satan gespielt hat und wir da eigentlich miteinander da auch verheiratet sind. Bei dieser Abschlussfeier. Und so wurde uns dann unser Hochzeitsmahl serviert, sage ich mal, und das war also in Weingläsern haben wir dann Blut, wo ich dann auch trinken musste. Und wir haben auch Fleisch serviert bekommen, wo ich weiß, das war Fleisch auch von diesem Baby, wo ich dann auch essen konnte. Ich erinnere mich noch daran, wie es mir ganz, ganz übel wurde, aber ich wurde dann gezwungen, da weiter zu essen. Die haben mir irgendwas in den Mund gesteckt, also irgend so eine Pille in den Mund gesteckt, wo dann auch die Übelkeit dann nicht mehr so stark da war und dann musste ich weiter von diesem Fleisch abessen.
Danach ging das weiter und diese Frau, die ja inzwischen ja natürlich gestorben war, die lag aber immer noch auf dem Altar. Und sie, also ich wurde dann gezwungen, dort mich auf oder in diese Frau hineinzulegen. Also ja, also da habe ich natürlich auch Hilfe bekommen. Also sie haben mich genommen und da hineingelegt in diese Frau. Und da passierte natürlich dann Vergewaltigung, vor allem auch von diesem einen Mann, aber auch von anderen Leuten oder prominente Leute, die auch da waren, die mich dann vergewaltigt haben oder auch um diesen Altar herumstanden und onaniert haben. So etwa, also war eigentlich dann die Abschlussfeier von dieser Mutter, der Agnes. Ja, Ja. ich halte mal kurz, weil wir das bislang noch nicht gemacht haben, hier auch das Buch mal in die Kamera. Wie gesagt, die Farbe wurde von dir ja auch bewusst mit Lila gewählt, weil Lila von klein auf du dazu konditioniert wurdest, Lila als Farbe des Schweigens zu erkennen. Und dieses Schweigen hast du nun mal inzwischen durchbrochen. Insofern wurde es bewusst gewählt. Und wenn du jetzt hier natürlich von prominenten Persönlichkeiten sprichst, ist das ein Punkt, wo viele sagen werden, okay, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass hier bekannte Entertainer, dass hier Adlige, wie du im Buch beschreibst, dass hier bekannte Sportler, Buchautoren, dann sprichst du von der Frau eines Regierungschefs. Und die ähnliche Personen dort anwesend waren. Jetzt ist es aber so, dass andere Überlebende ja auch immer wieder davon sprechen, dass diese Täter in sehr einflussreichen Kreisen anzutreffen sind. Und ich hatte es in der Einleitung kurz erwähnt, es gab im August 2020 einen langen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo es um das Thema ja, Persönlichkeitsspaltung ging, wo darüber gesprochen wurde, dass Täter gezielt von Kindern die Persönlichkeit aufspalten und programmieren und auch der Begriff Kulte häufiger auftaucht, auch wenn in dem Artikel nicht spezieller diese Kultverbindung beschrieben wird. Es wird aber auf die Arbeit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch, die in Deutschland ja auf Grundlage eines Beschlusses des Bundestags auch das Thema rituelle Gewalt sich damit befasst hat, dort Studien durchgeführt hat und dort sind interessante Aussagen zu finden in diesem FAZ-Artikel von Überlebenden und die will ich hier gerade mal bringen, um zu zeigen, dass hier aus einem Medium, was nun wirklich kein Verschwörungsorgan ist, solche Aussagen dort dokumentiert sind von mutmaßlichen Überlebenden. Dort heißt es zum einen, dass die Täter als sozial angepasst, unauffällig und gesellschaftlich angesehen beschrieben werden. Und dann geht das Zitat weiter. Sie arbeiteten in kirchlichen Ämtern, in der Kommunalpolitik als Ärzte, Apotheker, Polizisten, Richter, Rechtsanwälte und seien sehr gut organisiert. Dann weiter, die Täter seien nicht irgendwelche armen Schlucker, sondern das ist der Staatsanwalt, das ist der Bischof, das ist der Richter, das sind Menschen, die Ansehen und Geld haben. Und genauso beschreibst du es ja auch, was diesen Kult, bei dem du dort in diesem Quartier wohntest, wo die Nachbarn Mitglieder des Kultes waren, du hast es eben erwähnt, zum Teil sehr gebildet, sehr angesehen, als Lehrer arbeiten und ähnliches. Und insofern sind das Aussagen, dass die Täter aus allen gesellschaftlichen Schichten kommen und eben halt auch aus hohen gesellschaftlichen Schichten, wo du in der Tat nicht die Einzige bist, die sowas behauptet. Wir werden später noch auf andere Zeugen näher eingehen, die tatsächlich auch von ja, Präsidenten sprechen, die in diesen Täterkreisen anzutreffen sind. Aber das nur noch mal als ergänzende Anmerkung an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du noch näher was zu sagen willst, wer da an Personen, ohne jetzt wie gesagt den Namen zu nennen, wem du da so begegnet bist. Ja, also ich bin Leuten begegnet, die heute bekannt sind, dass sie Präsidenten waren, zum Beispiel auch.
Also die wurden dann später Präsidentin oder auch die Frau eines späteren Präsidenten. Ich habe auch US-Präsidentinnen angetroffen in dieser Zeit, also die zu dieser Zeit Präsidenten waren. Ich habe verschiedene Politiker angetroffen, wichtigere und weniger wichtigere, sagen wir mal für die Öffentlichkeit, aber jeder ist eigentlich in seiner Position immer sehr wichtig gewesen. Und ich habe auch hohe Leute vom Militär angetroffen, weil Militär ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Zweig, wo sie da, wo viele Leute da mitwirken. Genau, und ja, wie du vorhin gesagt hast, also auch einfach Berühmtheiten wie Schauspieler oder Prinzen, Prinzessinnen, die dann später irgendwie König wurden oder so. Ganz einflussreiche Leute, ja, die wir eigentlich heute noch immer am Fernsehen sehen, die auch Ja. genannt werden. Okay, ja, das ist auch eine gute Überleitung, wenn du jetzt davon sprichst, US-Präsidenten, zu dem nächsten Ereignis aus deinem Leben, was wir uns näher anschauen wollen. Und da vorab der Hinweis, dass, wenn es hier um US-Präsidenten geht, ja, es schon ganz früh, Mitte der 90er Jahre, eine Überlebende des MK-Ultra-Programms der CIA gab, die ganz konkret unter Nennung von Namen mehrere US-Präsidenten beschuldigt hat, auch andere hochrangige Politiker, nämlich Kathy O'Brien, die auch im Weißen Haus war, die auf verschiedenen US-Militärbasen war, wo MK-Ultra, also Folter und Missbrauch, praktiziert worden sind, die aber auch beispielsweise als einen Täter Lieutenant Colonel Michael Aquino nennt, der ein bekennender Satanist ist. Und da ist jetzt an der Stelle vielleicht mal ganz interessant darauf hinzuweisen, und das widerlegt dann auch der Vorwurf, es sei alles eine Verschwörungstheorie, dass Michael Aquino selbst zugibt, auf der Wewelsburg in Deutschland ein Ritual abgehalten zu haben. Und gerade diese Wewelsburg von mehreren Überlebenden aus dem deutschsprachigen Raum genannt wird als ein Tatort. Eine Überlebende wird ja sogar in der NDR-Doku Höllenleben zitiert. Sie geht sogar mit der Journalistin an diesen Ort, erkennt dort Dinge wieder von damals, ist da auch sehr überwältigt in dem Moment von diesen Eindrücken, die da kommen. Und da muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein, dass mehrere Überlebende ritueller Gewalt genau diesen Ort als Tatort nennen und gleichzeitig Michael Aquino dort ein Ritual abgehalten hat, der wiederum von Kathy O'Brien als sein Täter genannt wird, und vor allem aber auch später von einem anderen wichtigen Zeugen aus meiner Sicht, von Paul Bonacci, als Täter genannt wird, nämlich auch im Kontext mit einem ja bekannten Entführungsfall in den USA, der Entführung des Zeitungsjungen Johnny Gosch, wo die Mutter sozusagen im alleinigen Kampf gegen die Institutionen und gegen die Täter sehr viel aufgedeckt hat, was hinter dieser Entführung ihres Sohnes steckte, der dann auch verschwunden blieb. Später taucht er offenbar noch mal als Erwachsener kurz auf, wo sie herausfand, dass eben auch dieser Michael Aquino eine wichtige Rolle spielte und dort auch von anderen Opfern, die sie ausfindig machen konnte, genannt wurde. Also insofern gibt es verschiedene Querverbindungen, die auch belegen, dass hier nicht nur Politik, auch das Militär mit diesen satanistischen Gruppen verbunden ist, beziehungsweise die Täter aus diesen Kreisen kommen oder diese Kreise das Militär, auch vor allem das US-Militär, unterwandert haben. Deswegen spreche ich auch in meinem Buch von dem militärisch-satanischen Komplex. Und da gibt es eben halt auch andere Zeugen, die da noch detaillierter drauf eingehen, neben Kathy O'Brien, Arizona Wilder, die auch sagt, nicht nur auf Militärbasen wird MK-Ultra durchgeführt, was schon durch die Protokolle belegt ist, dieses Untersuchungsausschusses aus den USA, den ich erwähnte, wo gerade durch schriftliche Eingaben von Therapeuten eine Reihe von Namen von Militärbasen genannt werden, zum Teil auch identisch über die ganze USA verteilt, wo diese Dinge stattfinden. Du selber erwähnst auch in dem Buch den sogenannten Dagger-Komplex in Darmstadt.
wo auch nach deinen Erinnerungen Kleinkinder und Babys missbraucht und getötet wurden, wo auch wir dann drauf kamen, dass in dem Emblem dieses Deckerkomplex zwei Symbole enthalten sind. Da kann man sich jetzt fragen, ist das Zufall oder nicht, die vorher schon dokumentiert worden sind in der Literatur als Symbole der Illuminati und auch für MK-Ultra. Also das eine ist die Fackel, die immer wieder mit Illuminati in Verbindung gebracht wird. Das andere ist ein Blitz, der mit MK-Ultra-Programmierung in Verbindung gebracht wird, offenbar, weil dort immer wieder Elektroschocks eingesetzt werden. Und diese beiden Symbole, und das wusstest du vorher ja auch nicht, sind in dem Emblem dieses Dagger-Komplex zu finden. Dagger steht für Dolch, möglicherweise eine Anspielung auf den satanischen Ritualdolch, wissen wir nicht. Aber insofern gibt es da schon diverse Querverbindungen und Hinweise, Indizien, die darauf hindeuten, dass es genau diese Verbindung gibt, die du ansprichst, nämlich zwischen Militär, auch Dr. Corinne Hammond geht in seiner Greenbaum-Speech da im Einzelnen drauf ein, und eben der Politik. Bevor du jetzt gleich nochmal näher beschreibst, was sich da im Weißen Haus abgespielt hat, noch ein letzter Hinweis zu Cathy O'Brien. Nicht nur ihre Aussage zu Kino und viele andere Dinge, die sie in ihrem Buch beschreibt, die sich nachprüfen lassen, die zum Teil auch, wenn es um Mind-Control-Techniken geht, erst später in der Fachliteratur dann nochmal aufgetaucht sind, sprechen dafür, dass sie da tatsächlich einen authentischen Bericht abgibt, sondern ich habe auch unter dem Informationsfreiheitsgesetz ja bei der CIA angefragt nach Unterlagen Cathy O'Brien betreffend im Zusammenhang mit MK-Ultra und erhielt dort von der CIA eine sehr interessante Antwort, nämlich anders als von anderen Stellen, wo ich auch Unterlagen angefragt hatte, wo einfach gesagt wurde, solche Unterlagen sind bei uns nicht vorhanden, hat die CIA dann geantwortet, dass sie die Existenz oder Nicht-Existenz solcher Dokumente weder bestätigen noch bestreiten könne. Denn der Umstand der Existenz oder Nicht-Existenz solcher Dokumente sei selbst derzeit klassifiziert und als Information über nachrichtendienstliche Quellen und Methoden vor einer Offenlegung geschützt. Und so eine Antwort, die nennt sich Glomar Response, die ist sehr interessant, weil damit eben nicht gesagt wird, wir haben diese Unterlagen nicht, sondern wir können dazu nichts sagen, weil wenn wir etwas dazu sagen würden, würden wir quasi schon zu viel preisgeben. Was dafür spricht, dass in der Tat an dieser Story von Cathy O'Brien etwas dran ist und damit auch diese Verbindung zum Weißen Haus gegeben ist. Und ja, berichte gerne mal, an was du dich dann dort erinnern konntest in diesem Kontext. Ja, ich wurde auch ab und zu mal in das Weiße Haus eigentlich entführt und bin dort auch, eben auf Präsidenten getroffen. Also eigentlich was ich als grundsätzlich dort machen musste, das sind zwei verschiedene Sachen. Also das eine ist, dass ich den prominenten Präsident, also ja, ist ja prominent klar, diesem Präsidenten eigentlich als Sexsklavin dienen musste, aber auch anderen Leuten, auch andere Prominente, die ich dort getroffen habe, dann wurde ich eigentlich so von prominent zu prominenter Person eigentlich weitergereicht, um als Sexsklavin dienen zu müssen. Es war aber auch so, dass ich dort, ich würde sagen, sogenannte Ausbildungen bekommen habe. Ich beschreibe ja in meinem Buch ja auch ein wenig darüber, über diese Programmierungen, die in einen Menschen wie in einem Computer hineinprogrammiert werden. Und es gibt Programmierungen, die werden so mit Farben gemacht. Und ich habe das auch durchmachen müssen, diese Farbenprogrammierungen. Und das sind dann Dinge, die mir auch unter anderem im Weißen Haus passiert sind, wo ich das auch beschreibe. Also, dass ich aufgrund von einer Farbe dann etwas erleben musste oder etwas dann ausführen musste. Ja, das heißt, die Farbe wurde als sogenannter Trigger benutzt, also dein Unterbewusstsein wurde so konditioniert, dass du auf diese Farbe mit einer vorher antrainierten Verhaltensweise reagierst. Richtig, richtig, ja. Und ich wurde dort auch zum Beispiel von einem Präsidenten dann gestraft für etwas, was ich in seinen Augen dann falsch gemacht hatte. Und das ging dann wirklich so, dass ich
dass ich da in eine lebensbedrohliche Situation gebracht wurde. Also das ist das eine, was ich im Buch beschreibe. Es gab dann noch andere, aber das ist einfach so das, was ja auch in meinem Buch zu lesen ist. Nebst dem eben, dass ich als Sexsklavin dienen musste. Was von dort aus auch weitergeführt wurde, das war diese militärischen Aufgaben, die ich dann zu tun hatte, die auch in mir hineinprogrammiert wurden. Ich wurde vom Weißen Haus immer auch noch weitergeführt, und zwar zum Beispiel auf militärischen Basen. Und wo ich dann dort auch wieder eigentlich für Amerika dienen musste. Also so wurde mir das eigentlich gesagt, und da ich mich da in so Kriegsverbrechen eigentlich einmischen musste und da so meinen Part oder meinen Teil tun musste, um ihnen zu dienen. Oder was auch war, dass ich auch von dorthin an andere Orte geführt wurde, wo ich dann auch zum Beispiel in einen Hangar geführt wurde, wo Flugzeuge zu sehen waren. Oder was ich auch tun musste, das war dann der Umgang mit den Schusswaffen zu erlernen. Also das war so dann die militärische Ausbildung, die ich dort absolvieren musste. Ja, da fällt mir ein, und das passt ja ganz gut dazu. Ich hatte eben diesen ja, Zeugen Paul Bonacci erwähnt. Der ist ja, Beteiligter oder Opfer, muss man sagen, eines großen Missbrauchsskandals in den USA gewesen, dem sogenannten Franklin-Skandal. Da gibt es ein sehr gutes Buch des Anwalts und Senators John DeCamp dazu, der auch in einem Untersuchungsausschuss zu diesem Fall saß, wo es wirklich um weitreichenden Missbrauch ging, bis dahin, dass Jugendliche in Privatjets nach Washington geflogen worden sind und auch ins Weiße Haus geführt worden sind, wo aber auch eine Verbindung zu Satanismus und einer Militärbasis dort, der Offutt Air Force Base genannt wird, und wo Paul Bonacci angibt, auf dieser Militärbasis auch eine MK-Ultra-Ausbildung, eine Ausbildung ausgesetzt gewesen zu sein. Mit ähnlichen Aufgaben wie ja, Geheimnisse weiterreichen oder auch ja, eine Art militärische Ausbildung dort erlebt hat. Und das ist ganz interessant. Es gibt eine Aufnahme, zumindest gab es die vor einer Zeit noch, den Link habe ich im Buch, zu einer Gerichtsverhandlung, bei der John DeCamp als Anwalt mit Paul Bonacci als seinem Mandanten anwesend war. Und dort ist zu sehen, wie John DeCamp einen ganz bestimmten Code benutzt, um in dieser Verhandlung einen anderen Anteil, einen anderen Ich-Zustand, eine andere Persönlichkeit von Paul Bonacci hervorzurufen, der dann über ja, Details berichten konnte, die sich auf dieser Offutt Air Force Base ereignet hatten, die seine ja, Abrichtung im Rahmen dieses MK-Ultra-Programms betreffen. Also auch da sieht man sehr schön und hat es sogar in einer Aufnahme aus einem Verfahren widerlegt, wie solche militärischen Codes dann eingesetzt werden konnten, um Anteile hervorzurufen, die bestimmten Zwecken dienten. Also insofern passt das, was du beschreibst, also durchaus auch zu anderen, ja, den Berichten anderer Überlebenden oder auch ja, Informationen, die schon zum Teil seit Jahrzehnten bekannt sind. Ja, dann wolltest du gerne auch noch mal darüber sprechen, dass abgesehen von den Erinnerungen, die du hast, wo wir jetzt hier in diesem Beitrag auch nur einen Teil besprechen konnten, ja immer wieder auch du verfolgt wurdest von Täterseite, auch bedroht wurdest und sich das ja auch über viele Jahre hinweggezogen hat, wo man sich dann fragen kann, wenn das alles hier eine Verschwörungstheorie ist, oder die Dinge angeblich nur einbildest, wie kommt es denn dann zu solchen Verfolgungen und Bedrohungen? Beschreib doch da mal, was ist dir da so widerfahren? Ja, richtig. Also ich möchte dazu sagen, dass ich ja auch Anzeige gemacht habe bei der Polizei. Also damals, als ich das gemacht habe, wusste ich das Ganze noch nicht, wer da alles dahinter steckt. Ich habe einfach Erfahrungen gemacht,
also Verletzungen gehabt und die Übergriffe und so weiter, wo ich dann zur Anzeige gebracht habe. Und da wurde ich auch massiv bedroht in dieser Zeit. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was mir passiert, weil mir ja das noch nicht bewusst war, dass ich in diesen satanischen Illuminatenkreisen eigentlich drin war. Und so war es, dass wirklich auch in dieser Zeit von den Anzeigen, aber auch viel später, als dann mir noch mehr Erinnerungen kamen und ich auch angefangen habe, darüber zu reden, auch in meinem Bekanntenkreis, dass wir zum Beispiel, also dass ich, aber auch mir nahestehende Personen, die direkt in meinem Umfeld waren, haben wir anonyme Telefonanrufe bekommen. Und zwar nicht nur aus der Schweiz, weil ich bin ja Schweizerin, ich bin ja dort aufgewachsen und habe dort auch mein nahes Umfeld gehabt. Also dass wir aus dem Ausland, auch aus Deutschland, aus Frankreich, aus Belgien und so weiter, mehrere Länder haben wir anonyme Telefonanrufe bekommen. Und ich habe das dann zwar der Polizei auch gemeldet und auch diesem Anbieter, den ich damals hatte, worüber ich auch die Telefone bekommen hatte, aber da wurde eigentlich nicht weiter nachgeforscht. Jedenfalls war ich da nicht die Einzige, die einfach auf diese Art bedroht wurde. Was uns auch passiert ist, ist, Wohnungstür, die Haustür mehrmals offen stand, als wir nach Hause kamen, oder auch die Autotür offen standen. Und zuerst dachte ich auch, naja, das habe ich einfach vergessen zuzuschließen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin oder so. Aber das hat sich dann gehäuft bei mir und auch bei den Leuten in meinem näheren Umfeld. Und wo wir dann bemerkt haben, irgendwas kann dann hier einfach nicht stimmen. Und heute, also meine Interpretation zu diesen Vorfällen ist einfach, sie sagen einem ganz klar mit ganz verschiedenen Sachen, hey, wir sind da. Wir beobachten dich, wir wissen immer, wo du bist, was du machst, wenn du rausgehst, wenn du nach Hause kommst. Wir wissen, wo du arbeitest, wer deine Freunde sind, wer deine Familien sind. Und dann hinterlassen sie solche Spuren. Aber es war jetzt zum Beispiel nie etwas gestohlen geworden in der Wohnung oder im Auto oder so. Aber es war halt sehr, sehr beklemmend. Ja, was ich gehört habe von einem Therapeuten mal, dass seiner Patientin tote Tiere vor die Tür gelegt worden sind. Richtig, richtig. Das ist auch etwas, was sie sehr gerne tun, wo ich auch von anderen auch gehört habe, wo mir selber auch passiert ist. Also das machen sie zum Beispiel mit toten Katzen oder auch tote Vögel. Da legen sie einfach vor die Eingangstür, sodann, dass man das überhaupt nicht übersehen kann. Das ist so. Was sie auch tun, also was ich auch selber erlebt habe, wo ich dann bemerkt habe, okay, da stimmt was nicht, da werde ich beobachtet, ist zum Beispiel, dass dann jemand hinter mir an der Kasse stand, zum Beispiel beim Migros, wo ich eingekauft habe, und exakt ganz genau die gleichen Artikel eingekauft hatte wie ich. Also auf den Artikel genau. Das ist dann so ein Moment, der ganz komisch ist. Und wenn dann einem mehrere solche Sachen passieren, dann merkt man, dass da irgendetwas nicht stimmt. Oder dass ich mich unterhalten hatte mit einer Freundin am Telefon und am nächsten Tag, als ich dann eine Schifffahrt gemacht habe, auf dem Zürichsee war das, dass dann sich zwei Personen vor mir hingesetzt haben und genau diese Unterhaltung, die ich am Tag vorher mit meiner Freundin hatte, eigentlich so wieder gegeben haben, als hätten sie diese Unterhaltung so eins zu eins gelernt. So, solche Dinge sind passiert. Bis aber auch hin, dass ich auch mit dem Messer bedroht wurde, also dass mir mal jemand ein Messer vor den Hals getan hat, als ich meinen Kofferraumdeckel beim Auto geöffnet habe. Das ging alles ganz blitzschnell. Ich konnte gar nicht wirklich sehen, wer das ist. Das sind solche Sachen, die die machen. Oder dann wie der Autobahn begleitet mit Autos. Naja, in Deutschland sind das dann vielleicht spezielle Kennzeichen, weil man ja in Deutschland die Kennzeichen wählen kann. Aber in der Schweiz ist es dann nicht so, sondern da werden die Autos auch beschriftet mit einer Botschaft, die sie einem weitergeben. Und zum Beispiel das eine Mal habe ich erlebt, dass ich dann von vier Autos begleitet wurde.
mit der gleichen Botschaft, eines vorne, das Auto, eines hinter mir und links und rechts auf der Autobahn. Und wenn das dann das dreimal nacheinander passiert, zum Beispiel, dann merkt man schon, dass man da eigentlich bedroht wird. Das, ja, Ja. dazu schon sehr, sehr auffällig gewesen. Ja, vielen Dank. Ja, damit haben wir eigentlich die Themen mal erörtert, die wir uns vorgenommen hatten. Es geht ja hier vor allem darum, durch dein mutiges Auftreten hier auch einen, wenn man so will, einen Informationsausgleich zu schaffen zu all den Angriffen, die hier gegen Personen auch gerade im Moment ja stattfinden, die sich um rituelle Gewalt, um die Aufklärung bemühen oder Überlebenden helfen. Und abgesehen von der Manipulation, die ja auch von Illuminati-Seite seit langer Zeit, was solche Themen anbelangt, betrieben wird und all die Geheimhaltung. Ja, gibt es am Ende jetzt von deiner Seite noch etwas, wo du sagst, es wäre wichtig, das bei der Gelegenheit noch zu erwähnen? Dann hast du jetzt noch mal die Gelegenheit dazu, bevor wir dann gleich zum Ende kommen. Ich habe dieses Buch geschrieben. Das sind natürlich meine Erfahrungen darin, aber es ist gleichzeitig für mich wirklich eine Stimme auch für alle anderen Betroffenen. Also ich erhoffe mir damit, dass ich wirklich auf meine Art, weil ich das jetzt so kann, auch eine Stimme für andere Betroffene bin und dass das eigentlich zur Aufklärung dient. Und dass da eine Balance geschaffen wird, wie du gerade gesagt hast, auch zu den anderen Seiten, die das als alles als Verschwörungstheorie hinstellen. Genau. Ja, vielen Dank. Dann nochmal wirklich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du den Mut aufgebracht hast, über diese Dinge zu sprechen, dir hier die Zeit genommen hast und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Vorgehen hier und dass möglichst viele deine Stimme hören und dieses von dir angezündete Streichholz, was ja auch auf dem Cover zu sehen ist, wirklich ganz viel Licht in diese Dunkelheit wirft, die da noch in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Danke.